Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen kleinen gemischten Haul für euch. Und zwar war ich bei Action, bei Teddy war ich kurz drin und ich habe noch eine Kleinigkeit bei Amazon bestellt. Ich habe das jetzt nicht sortiert, ich greife einfach mal neben mich und zeige euch, was ich ergattert habe. Und zwar habe ich beim Action mir für meine Papieraufbewahrung solche Zeitschriftenhalter gekauft, zwei Stück in durchsichtig. Die gab es auch noch in schwarz, meine ich. Ich habe die nämlich aktuell in diesen typischen Ablagefächern zum Reinlegen. Und da sind die Papiere immer noch in Folie eingeschweißt quasi oder ja, verpackt. Und das nervt mich ziemlich. Und da wollte ich das hier so reinsortieren. Ich denke, das sieht dann auch ganz hübsch aus und ist alles immer griffbereit. Genau, das einmal. Dann habe ich beim Action gekauft nochmal hier so eine Bürste. War leider die einzigste, die im Regal lag. Davon habe ich ja schon ein paar. Die sind richtig gut zum Verblenden. Für Distress Oxides nehme ich die, für Schablonen oder für meine Hintergründe. Genau, da sind jetzt hier immer noch so zwei Make-up-Schwämmchen dabei. Ich denke, da kann man auch mit Schablonen, ich packe das gerade mal aus, auch ganz tolle Effekte mit erzielen oder vielleicht mit einer Paste oder so, wenn man damit arbeitet. Das wollte ich auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und zwar ist das hier dieses kleine Bürstchen, wer es noch nicht gesehen hat. Ich finde auch die Farben total toll. Von Orange ins Pinke, bisschen lila und ins Grün. So schimmernd. Und die Borsten sind ganz weich. Ich finde die richtig gut. Haben auch eine ganz schöne Größe eigentlich. Ja. Und dann, wie gesagt, hier so zwei Schwämmchen dabei. Ich könnte mir ganz gut vorstellen, das dann in Farbe zu dippen oder in Paste vielleicht sogar auch. Und dann auf einer Schablone damit, ja, das Muster zu erzeugen auf dem Hintergrund. Das stelle ich mir auch ganz cool vor. Probiere ich auf jeden Fall aus. Dann habe ich noch was anderes gefunden. Und zwar habe ich letztens ein Video gesehen, ich weiß leider nicht mehr, von wem es war. Die hat einen Hintergrund embossed und das Ganze so ein bisschen angeraut. Das fand ich ganz cool. Und dann habe ich mir beim Action habe ich diese Schwämme hier gefunden. Das sind zwei verschiedene Stärken. Das ist Sandpapier. Die auch mal aufpacken. Natürlich jetzt nicht. So. Und zwei Stück drin in der Verpackung. Und das eine ist ein bisschen feiner, das andere ein bisschen grober. Genau, hier sieht man die Körnung, die ist da aufgedruckt. Ja, ist halt so ein Schaumstoffschwamm, der so beschichtet ist. Ich probiere das auf jeden Fall mal aus. Da würde ich auch euch mitnehmen dabei, ein Video machen. Dass wir das zusammen mal testen, ob das so wird, wie ich mir das vorstelle. Dann habe ich mir beim Teddy war ich dann, habe mir Washi-Tape gekauft. Ich habe mir eigentlich vorgenommen, nie wieder wäre jetzt auch übertrieben, aber kein Washi-Tape mehr zu kaufen. Aber ich finde das immer ganz schön, wenn man Post verschickt und das dann so ein bisschen den Umschlag mit verziert. Und zwar habe ich mir hier fehlt schon eins, das habe ich schon in Benutzung mit so Blätterranken. Die haben so einen tollen Farbverlauf. Ich hole mal gerade eins raus. Und zwar ist das hier so ein ganz toller Verlauf. Von den Farben her fand ich richtig schön. Genau, das einmal. Das sind drei Stück drin jeweils.
kosten 1 Euro. Ich weiß nicht, ob die neu sind. Ich habe nämlich auch die letzten Monate gar nicht so drauf geachtet, was es an Washi-Tape Neues gibt, weil ich mir eigentlich vorgenommen hatte, nichts mehr zu kaufen. Dann fand ich richtig putzig diese Erdbeeren. Mach ich auch mal auf. Entschuldigung, jetzt fällt mir hier alles auseinander. So, haben wir die Erdbeeren. Auch ganz toll jetzt für den Sommer, der ansteht. Finde ich auch richtig schön. Total süß. Genau, da sind auch 3 Stück drin. Kosten auch 1 Euro. Die habe ich mir mitgenommen und dann einmal hier so verschiedene Magical steht hier drauf in schwarz und dann hier mit Sternen und Monden und dann einfach Silber glitzernd. Das ist auch ganz, ganz weich, ganz samtig, ist nicht so rau und es geht auch nichts ab von dem Glitzer. Das finde ich auch ganz cool. Ja, genau diese 3. Habe ich mitgenommen. Dann gab es beim Teddy diese, das sind eigentlich Make-up-Pinsel. Den einen habe ich auch schon benutzt, sieht man vielleicht. Und zwar fand ich die allein schon von der Optik her total toll. Passend auch zu den Schwämmchen irgendwie, ne? Aber ich wollte damit eigentlich so kleine Teile einfärben mit Stempelfarbe oder auch mit weißer Farbe auf Schablonen. Funktioniert das auch ganz gut. Da habe ich auch schon 1-2 Sachen mitgemacht. Die waren sogar reduziert. Genau, die 2 habe ich mir mitgenommen. Dann einmal beim Teddy, weil ich kein Deckweiß mehr habe für meine weißen Sprenkel auf meine Karten, habe ich mir Acrylfarbe mitgenommen. Ich hoffe, das funktioniert damit auch, dass man die ein bisschen mit Wasser vermischt und dann hier ganz tolle Effekte mit auf meinen Hintergründen machen kann. Ja, probiere ich aus. Kostet auch 1 Euro, sind 75 Milliliter drin. Ja, bin gespannt, ob es funktioniert. Dann habe ich mir beim Action nochmal zurück nochmal 2 Boxen gekauft für Stempelaufbewahrung, Stanzenaufbewahrung, die ich mir zugelegt habe mit der Zeit. Und zwar passen hier immer ganz gut die 15x15. Also von der Breite her, ich kann euch mal ein Beispiel von einer Schablone zum Beispiel zeigen. Die ist jetzt hier auch die Maße. Zeige ich euch gerade mal. Genau, die ist 15 cm breit und passt hier eigentlich noch ganz gut rein. Natürlich ein bisschen schmaler unten, aber ich habe auch Boxen, die sind noch deutlich schmalerer. Schmaler. Dann passt das halt nicht so toll und dann muss ich es querstellen und das gefällt mir nicht. Hier geht's noch. Klappt auch für meine Stanzen ganz gut, weil ich die auch auf das Maß zugeschnitten habe. Die Oberfläche und habe die dann mit Magnetplatten bestückt. Und dann kann ich die hier auch so reinsetzen. Und dann geht das ganz gut. Genau, davon habe ich mir 2 geholt. Mit Deckel sind die zum zur Aufbewahrung für Stempel und Stanzen, Stencils habe ich mir das so gedacht. Dann nochmal zurück zum Teddy. Ich sag's ja, ist etwas chaotisch heute bei mir hier. Und zwar tausche ich ja mit ganz lieben Mädels ATC-Karten und da habe ich
mir jetzt Hüllen bestellt, die zeige ich euch gleich. Und dafür dann zur Aufbewahrung einen Ordner. Das ist jetzt die A4-Größe. Ist in rosa, ein ganz tolles, zartes Rosa mit dem Wort Karma. Sieht man das? Jetzt sieht man es. In Roségold vorne drauf. Das fand ich richtig toll. Der kostet 1,50 €. Ist mit so einem, ja, kann man dann hier diese Blätter dann in diesen Ringverschluss einsetzen. Und dann zuletzt habe ich dann die Hüllen bei Amazon bestellt. Das sind die Hüllen für die ATC-Karten. Da passen 9 Stück auf eine Seite, beziehungsweise die sind sogar, ich pack mal auf, zeige ich euch mal stellvertretend eine Seite. Und zwar sind die neben hier ja gelocht zum Einheften. Und dann kann man die, wo ist hier oben, wo ist unten? Genau, hier auf der Seite. Dann kann man die hier oben befüllen quasi. Man kann natürlich das dann auch Vorder- und Rückseite benutzen. Also man kriegt dann 18 in eine Seite rein. Das sind, glaube ich, 60 Blätter, 60 Seiten. Auf jeden Fall 540 von diesen einzelnen Tütchen. Genau, die passen hier rein und da wollte ich meine ATC-Karten da drin aufbewahren. Ja, mehr gab es nicht für mich. Neue Blöcke gab es bei uns leider keine, sonst hätte ich mir da sicherlich auch den einen oder anderen mitgenommen. Ja, dann werde ich die Tage nochmal stöbern. Gucken, was es Neues gibt und halt euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.